In der Begegnung zwischen dem SC Polsing und dem SV Obermögensheim wurde schnell klar, wer der Favorit ist. So hatten die Gäste des SV schon in der ersten Halbzeit mehrere hochkarätige Chancen. Der SV wurde dann kurz vor Ende der ersten Halbzeit für seine Mühen belohnt, als der Keeper des SC Polsing den Ball nach einem hohen Ball in den Strafraum nicht festhalten konnte und es so ein leichtes für den Angreifer war, den Ball dann einzuschieben. In der zweiten Halbzeit spielte der SV dann seine Überlegenheit aus und erhöhte schließlich auf 0:2 durch eine tolle Ecke und einen hervorragend geköpften Ball, der weder dem Torwart noch dem Verteidiger die geringste Chance ließ. Circa eine Viertelstunde vor Schluss kam es dann, wie es kommen musste. Nach einem Einwurf und zwei schnell und direkt gespielten Pässen kam der Sturm des SV noch einmal zu einem tollen Abschluss, der trotz der besten Bemühungen der Verteidiger des SC Polsing nur noch ins eigene Tor abgelenkt werden konnte.